Christine Lambrecht hat sich während ihrer Amtszeit als Bundesjustiz- und Verteidigungsministerin eine Panne nach der anderen geleistet. Und jetzt will sie allen Ernstes ein Buch mit dem Titel Auf Stöckelschuhen durch Absurdistan veröffentlichen. Man fragt sich unweigerlich, hat diese Frau aus ihren skandalträchtigen Fehltritten überhaupt nichts gelernt. Dass Lambrecht ausgerechnet jetzt ein Buch plant, ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten und zeigt, dass sie offenbar immer noch nicht verstanden hat, was ihr Verhalten für den Ruf des Verteidigungsministeriums und ihrer Partei bedeutet. Schon in ihrer Zeit als Justizministerin wirkte Lambrecht absolut überfordert, doch als Verteidigungsministerin setzte sie dem Ganzen die Krone auf. Peinliche PR-Desaster wie die lächerliche Spende von 5000 Helmen an die Ukraine haben das Vertrauen in ihre Fähigkeit vollständig zerstört. Doch statt Selbstreflexion zeigt Lambrecht erneut, wie wenig sie die Realität ihrer Amtsführung verstanden hat. Es ist einfach nur beschämend, wie sie sich immer wieder selbst ins Rampenlicht rückt, als wäre sie das eigentliche Opfer in der ganzen Geschichte. Und als wäre das nicht genug, scheint sie auch noch überzeugt zu sein, dass sie von Medien und politischen Weggefährten ungerecht behandelt wurde. Diese Selbstmitleidtour ist geradezu absurd, wenn man bedenkt, dass sie mit ihren Stöckelschuhen durch Kriegsgebiete stolzierte und militärische Sicherheitsvorschriften ignorierte. Das war nicht nur peinlich, sondern auch respektlos gegenüber den Soldaten, die unter ihrem mangelnden Engagement und ihrer Unfähigkeit leiden mussten. Ihre Amtszeit endete mit einem unrühmlichen Silvestervideo, das selbst ihre letzten Unterstützer sprachlos zurückließ. Sich vor laufender Kamera für besondere Eindrücke im Krieg zu bedanken, war der Gipfel der Geschmackslosigkeit, dass sie jetzt noch ein Buch schreiben möchte, zeigt nur, wie wenig sie die Kritik an ihrer Person verstanden hat. Also die SPD kann sich diesen peinlichen Auftritt im Bundeswahlkampf wirklich sparen. Das muss man echt sagen. Diese Frau sollte lieber endlich in der Versenkung verschwinden, anstatt ihre Fehlleistungen auch noch in Buchform zu vermarkten. Kaufst du dieses Buch?